in Koordination mit der Ermittlungsachse der Polizei. Wir haben eine Operation durch GEFOMAS-NFFRT, die sich aus den Aliasen des Falls Metastasis ableitet und die die notwendige Reinigung des Landes fortsetzt. In diesem Moment. Der Fall wird als Sanduberung bezeichnet. Untersucht wird ein mutmaßliches Verbrechen organisierter Kriminalität, an dessen Aufklärung wir weiterhin arbeiten, um die Institutionen des Staates zu säubern. Hat das Ziel, bessere Tage als Nation zu suchen. Wir haben Beweise, die die Notwendigkeit zeigen, das Justizsystem zu säubern, um uns von der Korruption und dem tiefen strukturellen Verfall zu befreien, den wir erlebt haben. In den letzten Monaten sind Teil dieser Struktur ein ehemaliger Abgeordneter, die ehemalige Präsidentin des Gerichtshofs von Guayas, verschiedene Richter desselben Gerichtshofs sowie Verwaltungspersonal der Leitung des Schiedsgerichtsrats derselben Provinz. Es ist meine Verantwortung zu informieren, dass ich in den nächsten Stunden Anklage gegen die Festgenommenen dieser Operation erheben werde, die es ermöglicht haben. Die gesetzgebende Politik rechtfertigt dies und der Drogenhandel arbeiten Hand in Hand, was die Interessen der Ecuadorianer direkt beeinträchtigt. Mit Bürgern. Der Fall Purga ist ein Beweis dafür, wie die Korruption von den höchsten Ebenen der legislativen Politik ausging, die sie zu ihrem Dienst machte. Offensichtlich ist der Drogenhandel die Justizverwaltung in einer der einflussreichsten Provinzen des Landes, Guayaquil. Durch sie haben kriminelle Wirtschaften ein sehr profitables Operationsfahrzeug gefunden, um die Straflosigkeit zu singen. Deshalb, nach dem Röntgenbild, dass der Fall Metastase war, beginnen wir jetzt, die Räume zu säubern, die übernommen wurden. Denn Gerechtigkeit darf kein Raum für Drogenhandel oder Korruption sein. Wir werden nicht zulassen, dass diese schlechten Elemente weiterhin ungestraft bleiben. Von der Generalstaatsanwaltschaft aus führen wir unsere Arbeit fort. Wir erfüllen unsere Aufgaben auf Grundlage unserer Zuständigkeiten. Ich möchte der Bürgerschaft und der internationalen Gemeinschaft dafür danken, dass sie wachsam geblieben sind. Es geht nicht nur um die Verfahren, sondern auch um meine Sicherheit und die meines Teams. Angesichts der Bedeutung dessen fordere ich Sie auf, in dieser edlen Aufgabe der Forderung nicht nachzulassen. Von uns mehr zu fordern, denn in Fällen wie diesem bekämpfen wir kriminelle Kräfte. Politische und gerichtliche Maßnahmen versuchen, diese und andere Fälle ungestraft zu lassen. Wir alle wissen, mit wem wir es zu tun haben. Diese Untersuchung enthält alle Elemente, um vor Gericht zu bestehen. Sie haben mein Versprechen, wir werden Straflosigkeit nicht zulassen.